Herzlich willkommen zurück in der nächsten Episode von Skyrim Mods. Ja, heute leider keine Mod, wie ihr ja wisst. Wir sind noch im Ödsturzhügelgrab. Oh, ich hab's mal schneller hingekriegt. Entschuldigung. So, sind gerade einmal kurz gestorben, aber wir hatten kurz davor ein Autosave, also alles gut. Ich würde sagen, ich rüste mal Magie aus und versuchte mal mit Magie zu killen, die Trauer. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Zorn der Ahnen. Für 60 Sekunden erleiden Gegner, die zu nahe kommen, 8 Punkte Feuerschaden pro Sekunde. Das rüste ich mal aus. Das können wir zwar nur einmal am Tag nutzen, aber was soll's. Und wir zaubern mal ein wenig. Oder pass mal auf. Nee, Quatsch, bringt noch nichts. Huch, neue Stufe. Nein, ich wollte doch gar nicht. Jetzt komme ich hier natürlich nicht wieder raus. Ganz toll, super. Können wir nochmal neu laden. Ach ja, das fängt wieder herrlich an. Bin ich richtig glücklich drüber. Da verklickt man sich einmal kurz und kann direkt neu laden. Schön. Warum, wieso, weshalb, habe ich ja in den letzten Folgen schon erklärt. Mache ich jetzt nicht nochmal. So. Also warum ich jetzt nochmal neu geladen habe und mich leveln wollte. Und, ach ja. Ich dussel hier Zorn da an. So. Weiter geht's. Komm mal her, junger Mann. Zorn der Ahnen. Keine Magie mehr. Das ging sehr flott. Wir haben doch bestimmt noch hier. Zack. So, hier haben wir nichts. Trotzdem, wir haben sie schon mal vorgeschwächt. Wir brennen noch. Das heißt, die verlieren jetzt auch konstant Energie noch in den nächsten 50 Sekunden geschätzt. Wir haben doch letztes Mal ein Schild aufgesammelt, oder? Nee, doch, ja. Sehr gut. Wir blocken dann jetzt natürlich ein bisschen. Dann töten die sich im Prinzip von selber. Wir hatten jetzt... Huch, ah, wir haben da noch mehr Magiker. Kein Heiltrank mehr. Ich recht entsinne. Also werde ich mal kurz hier wieder... Ich glaube, das packe ich mal kurz... ne? Ganz kurz und so und kurz heilen. Hier gehe ich jetzt nicht nochmal drüber, da soll er selber drüber laufen. Ach, verdammt. Stirb. So. Weg ist er. Oder sie. Oder es. Wir looten wieder. Heilen uns ein wenig. Und gehen weiter. Der. Wow! Verdammt! Jetzt habe ich den getriggert. Der wäre wahrscheinlich sonst gar nicht aufgestanden. Gut, dass wir noch unseren Zorn der Ahnen aktiv haben. Dadurch verliert er weiterhin konstant Energie. Sehr schön, sehr schön. Nur ein bisschen Glück über Unglück gehabt. Alter Nordbogen. Nehmen wir mal mit. Pfeile nehmen wir auch mit. Der gibt uns nichts sonderlich Tolles. Ein bisschen Gold. Und bevor wir jetzt hier wieder krepieren, speichere ich mal kurz. Wollen das ja nicht ein drittes Mal machen müssen. So. Ist ja gerade ein bisschen blöd, weil wir nicht leveln können und somit nicht stärker werden. Müssen wir gerade mal mit leben. Weil wir brauchen erst die Kohle. Etc. Pipapo. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß ja wieso. Ah, verdammt. Bisschen mehr Feingefühl, Junge. Bisschen mehr Feingefühl. Ja, ist ja gut. Ich möchte halt die Zuschauer hier nicht mit blöden Schlossknackkünsten beeindrucken. Sondern in der Story weitermachen. Einfach auch ein paar Mods wieder erleben. Ja, ja. So. Genug Selbstgespräche geführt. Versuchen wir es in einem Rutsch. Machen wir, ne? Und, verdammt. Einmal wurde ich getroffen. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. So, geheilt sind wir auch. Ich gehe mal vorsichtig vorwärts. Verdammt, ich habe es doch geahnt. Die Nordpfeile werden sehr wahrscheinlich besser sein als die Eisenpfeile. Jawohl, dann nehmen wir noch den Jagdbogen. Friss. Lass mich in Ruhe. So. Stirb. Ach, sehr gut. Die haben gesessen.
So will ich das sehen. Haben wir vielleicht noch irgendwas kleidungstechnisch Besseres gefunden als das, was wir jetzt haben? Fellschuhe, Einrüstung mehr. Yay! Egal. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch erstmal bei Pfeil und Bogen, wenn es geht. Obwohl, wenn jetzt hier welche kommen, dann wäre Feuer am besten. Na, seht ihr warum? So, mein Freund, so macht man das. Ha, er rennt auch noch rein, Trottel. So, auch noch ein bisschen drauf. Jetzt wieder Pfeil und Bogen ausrüsten. Verdammt. Ja, im Nahkampf ist man mit Pfeil und Bogen dann doch ein bisschen unterlegen. Sei denn, der zwiebelt so richtig. Nordpfeil nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Was können wir hier noch looten? Auch noch Gold. Okidok. Weiter geht's. Noch mal kurz speichern. Speichern kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. So. Ach ja, warum muss dieses Grab so lange dauern? Ach, verdammt. Hussa. Stirb. 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 Nein, stirb. Stirb. Boah, Gott sei Dank. Der wollte uns hier oldschool-mäßig erledigen. Ihr bitte nicht mit mir. Ihr bitte nicht. Huch. Wollte ich gar nicht. Das war... keine Absicht. Jedes Schwert können wir auch wieder wegpacken. Brauche ich nicht, gibt eh nicht viel. Das kaiserliche Schwert. Brauchen wir das noch, wenn wir jetzt die Axt haben? Eigentlich nicht, ne? Ja, das Ding kann auch weg. Das kann auch weg. Also wir waren ein bisschen leichter. Laufen auch ein bisschen schneller. Zack. Gelootet. Der war jetzt echt gut versteckt. Ich meine, ich suche gerne nach Schaltern, so ist das nicht, aber für ein Let's Play. Ja. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man da rumeidelt und ist auch der Zuschauereffekt und dann übersieht man das schon mal gerne. Und so ungefähr jeder zweite Zuschauer sitzt vor der Kiste und sprüllt: Da ist der scheiß Schalter doch! Kenne ich von mir selber, wenn ich Let's Plays gucke. So gefühlte 5 Minuten später findet der Spieler dann da auch das. Den dämlichen Schalter. So, ein paar Pilze nehmen wir noch mit. Können wir uns später noch auf den Trip begeben. Hahaha, Gott, war das ein toller Witz. So, das nehmen wir noch mit. Schimmerpilz. Da unten läuft auch noch jemand oder etwas so rum, aber da gehen wir jetzt nicht runter. Beziehungsweise, wenn wir da runterkommen, dann gehen wir... Ja, wenn wir da jetzt zwangsläufig runterkommen, okay... Aber wir springen da hinten nicht runter, das wollte ich damit sagen. Wäre nicht so weise. Jawohl, wir kommen hier direkt raus. Drauer wieder. Verbrennen wir mal. So, hat gerade so gereicht. Wunderbar. Ich sollte eigentlich mal kurz warten, bis sich unser... Magika, unser Mana, wieder aufgeladen hat. Ich bin so ungeduldig. Ich habe keine Lust, irgendwo blöd in der Gegend rumzustehen. Ist jetzt nur blöd, wenn jetzt direkt wieder ein Gegner kommt. Zack, zack. Das nehmen wir auch noch. Und das. So. Geht's hier weiter? Oder man konnte ja noch weiter runter, aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Wenn ich den Dungeon hier, dieses Grab, nicht zu 100% erkunden werde, wie ich es wahrscheinlich tun werde, dann liegt das einzig und allein daran, dass ich möglichst schnell hier wieder raus möchte, damit wir mit den Mods weitermachen können. Der scheint ein bisschen stärker zu sein, da müssen wir vorsichtiger sein, deswegen war ich auch gerade ein bisschen ruhig.
heilen. Lieber ein bisschen vorsichtiger spielen. Wir spielen ja immer noch auf eine Schwierigkeitsstufe schwerer. Und auf Level 1. Das heißt, ein bisschen Herausforderung ist da jetzt wirklich drin. Ich muss schon aufpassen, dass der mich nicht trifft. Optimalerweise. Verdammt, aber jetzt eine Wand im Weg. Ich guck mal, kann ich vielleicht noch... Habe ich irgendeinen Heiltrank gefunden? Jawohl. Magika kann ich auch ein wenig zurückbekommen. So. Bam. In your face. So. Bisschen Gold nehmen wir mit. Ach, wie schön man am Anfang noch levelt. Wir sind jetzt bestimmt schon gefühlte 3 Level höher eigentlich. Theoretisch. Wenn wir die Level denn mal hochleveln würden. Also sprich unsere Fähigkeiten auswählen. Ah, verdammt. Bisschen Gefühl, Junge. Ja. Mal kurz ruhig. So. Jetzt haben wir's. Guck mal hier. Beschlagene Rüstung der geringen Gesundheit. Steigert die Gesundheit um 20 Punkte. Ist jetzt... Mag jetzt nicht viel klingen, aber für den Anfang ist das schon ganz nett. Zack. Hat auch nicht weniger Rüstung als unsere momentane. Ja. Und wir haben ein bisschen extra Gesundheit. Das ist sehr gut. Wir sehen dann zwar nicht mehr ganz so toll aus. Ich meine, wir sehen sowieso noch Rotze aus am Anfang. So, wir gehen jetzt hier rein. Ich weiß, wir hätten da hinten runtergekonnt, aber wie gesagt, ich will hier schnell durch. So, hoffentlich kommen wir hier schnell raus. Reicht mir ehrlich gesagt auch schon mit 2 Episoden nur für dieses blöde Grab. Oder sind wir jetzt schon bei der dritten? Weiß ich gar nicht mehr. Huah! So wird's gemacht. Zaubertrank der Frostresistenz nehmen wir auch mal mit. Ach, Mensch, Junge. Was hast du denn für ein Geltungsbedürfnis? Ihr alle hier. Ich will auch nur ein bisschen looten. Lasst mich doch. Ich tu doch keinem was. Stirb! Bisschen heilen. Das ist schon blöd, wenn man keine Heiltränke hat. Oder einen effektiven Heilzauber. Entweder oder. Er schießt hier mit feilen Bogen auf mich. Aber ich sehe gerade, ich hätte hier schön Flammen verwenden können. So. Stirb, stirb, stirb. So. So wird's gemacht. Pfeile nehmen wir mit. Ist der alte Nordbogen eigentlich besser als unser Jagdbogen? Schaden 9... Schaden 8, Tatsache. Nehme ich den mal mit. Hier kannst du mal einen Jagdbogen haben. Fertig. So. Pass auf, wir waren doch hier gerade am Machen. Wir wollten hier gucken, ob was Lootbares zu finden ist. Huah. Ist das eine Kiste? Nein, das ist auch ein Sarkophag. Ein Sarkophag, weißt du? So. Also dafür, dass ich hier schnell durch will, bin ich ziemlich gründlich. Ich gebe es ja zu. Also ziemlich gründlich beim Looten. Aber es liegt ja eben daran, weil wir gerade keine Kohle haben. Kohle ist wichtig. Jetzt renne ich hier einfach mal. Ich will hier endlich durch. Vorzugsweise würde ich gerne in dieser Episode noch rauskommen. Müsste ich wahrscheinlich wieder ein paar Minütchen überziehen, aber... Luft geschießen. Was haben wir denn da? Zoomen. Ein Bär, irgendeine Motte und eine Eule. So. Bär, Motte, Eule war das, ne? Musst du das hier noch drehen? Zack, das müsste stimmen. Jawollo. Mach auf da.
Wir haben noch keine Zeit hier, Junge. So, flitzen wir mal. Ich speichere mal kurz. Falls hier ein Gegner kommt, ich weiß es nicht mehr genau. Zack. So. Habe ich da eine Kiste gesehen oder habe ich mich verguckt? Was ist das? Aha. So. Ich habe mich verguckt. Man sieht ja auch nur das, was man sehen will. Schade. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Kräuter, die ich mitnehmen kann oder Blümchen? Hier haben wir eine Kiste. Ein Pelzschild, den brauche ich nicht. Aber das Gold und die Pfeile nehme ich gerne mit. Ein schwaches Gift der Erzürnung. Ein Seelenstein. Die Leintücher könnt ihr behalten. Ach, guck mal. Ich Idiot. Jetzt wäre ich beinahe dran vorbeigelaufen. Das Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbitterliche Macht. Wir sollen den Trauerfürsten hier noch töten. Machen wir das doch. Stirb, 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 stirb. Hua. Verdammt. Der zieht auch nicht gerade wenig ab. Ich guck mal gerade, was können wir denn... wie machen wir denn am besten? Das können wir jetzt natürlich nicht einsetzen. Dafür brauchen wir noch Drachenseelen, die wir gerade nicht haben. Pass auf, ich zauber erstmal ein bisschen. Das kann ich schön aus der Entfernung machen und dabei zwischenzeitlich wegrennen. Hab ich noch irgendwelche Zaubertränke für Magicka? Einen habe ich noch. Klappe. So, dann nehme ich mal, pass mal auf, hier der Nordbogen. Den packe ich jetzt auch mal auf die Favoriten. Dann geht das auch schneller. Ein noch. Ja, sehr schön. Ach ja, Drachenstein. Ha, den kann ich mich gar nicht erinnern. Ach so, den sollen wir zu Faringar bringen. Unser Quest-Item quasi. Ich habe schon völlig verdrängt. Oh, ein altes Nordschwert des Frosts. Sehr gut, das nehmen wir direkt mal mit. So, und hier oben müssten wir jetzt eigentlich rauskommen. Lauf, lauf, Mädel, lauf. So, Griff. Oh, ja, schön. Third-Person-View. Zack. Jawohl. Hier müsste es rausgehen. Ah, endlich. Endlich. Ladescreen, sehr spannend. Wieder Frischluft atmen. Und ich würde sagen, ich reise jetzt nochmal eben schnell zur Drachenfeste. So, nochmal kurz ein Ladescreen. Nur für euch, ganz exklusiv. So. So. Jawohl. Und hier sind wir auch schon. Ja, komm, den Ladescreen nehmen wir hier auch noch mit. Dann sind wir direkt beim nächsten Mal bei dem Zauberer in der nächsten Episode, weil wir sind jetzt schon gerade wieder ein bisschen in Überlänge, aber ich wollte das Grab halt eben abgeschlossen haben. Lauf, Mädel, lauf! Damit wir in der nächsten Folge nicht da auch noch rumeideln. So, ich würde sagen... Ruhe dahin. Ach, verdammt. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringar.
Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ölsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Jetzt ist mal gut hier. Ruhe, Feierabend. So, ich wollte gerade die Episode beenden. Bin schon wieder massiv in Überlänge. Egal, ist ja für euch. Da mache ich es gerne. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wir sind aus dem Ölsturzhügelgrab endlich raus, können die Quest abgeben, bisschen was verkaufen, endlich mal vielleicht auch leveln. Aber all das machen wir in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.